meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Heute geht es von der 16. bis zur 18. Woche. Ja, und ich würde sagen, ich schnack gar nicht lange, sondern wir fangen direkt an. Viel Spaß! Ja, erstmal möchte ich sagen, mir geht es im Moment richtig gut. Also das kann ich schon mal sagen. Ich genieße die Schwangerschaft im Moment sehr. Ja, fangen wir auch direkt damit an, dass ich im Krankenhaus war. Denn ich hatte Schmerzen in der 16. Woche ungefähr unterm Bauchnabel, zwischen Bauchnabel und Schambein, so ungefähr wie ein blauer Fleck. Also als hätte ich innerlich einen blauen Fleck. Und immer wenn man den angefasst hat, hat auch gereicht, wenn die Hose darauf gedrückt hat, ja, hat sich immer total schmerzhaft angefühlt, wie so ein blauer Fleck eben. Mir war da ganz unsicher. Ich habe auch auf Instagram gefragt und viele haben einfach gesagt, lass es doch mal abklären. Dann waren wir im Krankenhaus in der Notaufnahme und ja, das Ganze war nämlich, glaube ich, an meinem Wochenende. Und die haben mich dann einmal komplett untersucht, das heißt Urin abgeben, dann einmal untenrum frei und untenrum einmal alles untersucht und dann natürlich ein Bauchultraschall. Von der Klinik bin ich ja hier sowieso nicht begeistert, aber es ist irgendwie die einzige, wo wir hin können, wenn wir mal in die Notaufnahme müssen. Und dementsprechend musste ich eben dahin. Und ich, ja, würde sehr gerne darauf verzichten. Ja, die Ärztin war auch irgendwie diesmal nicht so gut zu sprechen. Und alles war einfach ziemlich komisch und ziemlich, ja, befremdlich. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr unwohl gefühlt und wollte eigentlich nur noch schnell nach Hause. Dann hieß es natürlich, der Kleinen geht's gut, also es ist alles super, Plazenta sitzt gut, die Kleine stand mit dem Kopf unten, ja, also stand auf dem Kopf, hat die Ärztin gesagt, und das Herz ist gut geschlagen und es war, ja, wirklich alles in Ordnung. Sie meinte dann zu den Bauchschmerzen, das seien die Mutterbänder und ich soll Magnesium nehmen. Ja, dann habe ich ja im letzten Schwangerschaftsupdate ja schon erzählt, dass ich die ersten Tritte gespürt habe, beziehungsweise die erste Bewegung. Und bei 15 plus 4 habe ich dann wirklich den ersten richtigen Tritt gespürt. Das war wirklich ganz, ganz besonders. Und ja, seit dem Tag ist es wirklich jeden Tag. Sie macht wirklich richtig viel Radau und turnt eigentlich jeden Tag immer rum. Sie hat sogar ihre bestimmten Zeiten, also immer zum Frühstück. Wenn ich was esse, dann ist sie immer ganz aktiv. Und abends um 22 Uhr, da kann man wirklich die Uhr nachstellen, ist sie immer aktiv. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber sie hat da so ihre bestimmten Zeiten. Und ja, da spiele ich auch manchmal so ein bisschen mit ihr. Also wenn sie denn gerade getreten hat, drücke ich da immer so auf den Bauch und dann tritt sie immer so ein bisschen zurück. Und das ist wirklich immer ganz schön. Und ja, Felix hat es auch schon gespürt und ein bisschen später. Da hat er seine Hand einfach mal auf den Bauch gelegt und dann hat sie wirklich mal so in seine Hand getreten. Also er hat es jetzt auch schon einmal gespürt, aber auch nur einmal, weil ja, das meiste ist wirklich, wenn er arbeiten ist. Und dann turnt sie immer rum und wenn er da ist, dann ist immer alles gut. Ja, dann natürlich wie in jedem Schwangerschaftsupdate der Haarausfall, der ja bleibt immer noch nicht von mir verschont. Oder ich bleibe nicht von ihm verschont, sagen wir es mal so. Aber ich habe mich damit gleich so abgefunden und ich ja, akzeptiere das einfach und werde es wohl auch bis zur Stillzeit oder nach der Stillzeit akzeptieren müssen. Dann ist mir aufgefallen, das war aber schon ein bisschen früher in der Schwangerschaft, aber jetzt wird es wirklich immer mehr, dass mir viel schneller kalt ist. Also damals war ich dann nicht so eng, wenn ich mal kurz mit dem Pulli raus bin oder so, aber ganz schlimm aufgefallen ist es mir bei Aldi, wenn wir einkaufen sind und ich nur einen Pullover anhabe und dann an der Kühltheke vorbeigehe, ist mir richtig, richtig kalt. Also ich fange direkt an zu zittern und ja, ich glaube, das ist vielleicht ein Schutzreflex vom Körper, dass er einfach das Baby wärmen will und mir dann die ganze Wärme entzieht sozusagen. Aber ja, das ist mir wirklich aufgefallen und das ist auch wirklich ziemlich schlimm. Also es ist nicht so schlimm für mich, also ich leide da ja nicht drunter, nur dass mir ein bisschen kalt ist, aber man merkt es wirklich sehr häufig. Ja, dann hatte ich 2 Tage hintereinander wieder sehr schlimme Übelkeit und das war jetzt in der 17. Woche. Eigentlich bin ich ja schon seit der 11. Woche von der Übelkeit verschont und da war ich auch immer sehr glücklich drüber, aber irgendwie
kam das dann mal 2 Tage wieder zurück. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an dem lag, was ich gegessen habe oder so, oder dass mein Bruder jetzt krank war. Ich weiß nicht, woran das lag, aber ich war zum Beispiel mit meinen Freunden im Restaurant und ich habe was gegessen und ich musste direkt raus und musste mich übergeben. Das war wirklich sehr schlimm und das kenne ich so gar nicht von mir, weil ich ja nur einmal in der Schwangerschaft mich übergeben habe jetzt. Und ja, das war dann 2 Tage lang, also den nächsten Tag dann nach dem Restaurant auch nochmal, dass ja, ich einfach auch abends, wenn ich im Bett lag, einfach immer das Gefühl hatte, okay, du musst gleich brechen. Aber irgendwie war das nicht so wie immer, so als hättest du Magen-Darm oder so, sondern einfach, der Körper hat jetzt einfach Lust zu brechen. So hat sich so irgendwie angefühlt, also eher so wie kleine Attacken immer. Und das war wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, aber war dann auch nach 2 Tagen wieder verschwunden. Ja, dann habe ich mich ziemlich gewundert, weil ich eigentlich sehr, sehr selten mit Sodbrennen zu tun habe und mich auch immer wunder oder frage, warum so viele Schwangere darüber berichten, dass sie so schlimm Sodbrennen haben und ich davon noch verschont geblieben bin. Aber ich habe das so wirklich in der 17. Woche jetzt auch einmal gespürt. Ich habe Gummibärchen gegessen und den Abend danach, nach dem Gummibärchenessen, ja, hatte ich einfach total Sodbrennen. Und seitdem kommt es manchmal, wenn ich etwas Bestimmtes esse, bekomme ich Sodbrennen, aber nicht dauerhaft. Und auch nicht so schlimm, also noch auszuhalten und überhaupt eigentlich gar nicht erwähnenswert. Aber ich wollte es einfach mal festhalten jetzt. Ja, dann, was ich auch wirklich sehr, sehr oft merke, wo wir auch schon bei den Bewegungen waren, der Kleinen, dass sie auf Geräusche reagiert. Ja, Felix hat dann ein bisschen Lärm gemacht. Ich saß daneben und habe gerade was getrunken. Und dann habe ich gemerkt, dass die Kleine, immer wenn er Lärm gemacht hat oder etwas Lautes getan hat, dass die Kleine immer tritt. Also als wäre sie wach geworden und sich sozusagen beschweren wollte, warum sie nicht weiterschlafen darf. Das merke ich jetzt auch immer öfters, wenn ich zum Beispiel Auto fahre und laut Musik höre, obwohl ich eigentlich nie laut Musik höre, weil ich das absolut nicht mehr ab kann in der Schwangerschaft. Also ich hasse laute Musik in der Schwangerschaft. Gar nicht. Ich habe auch letztes Mal Felix total angemeckert, als er das Radio so laut gemacht hat, weil nämlich das echt, das stört mich total. Und der Kleinen gefiel das irgendwie auch nicht. Also sie, ja, hat ziemlich doll gestrampelt und fand das irgendwie gar nicht so cool. Also da merkt man schon, dass die Kleinen auf jeden Fall schon am Leben teilhaben sozusagen und alles mitbekommen, was man irgendwie von sich gibt oder was man irgendwie in der Nähe gerade tut. Ja, meine Lieben, und das war auch so schon das Update bzw. das, was mir jetzt diese Woche oder diese Wochen aufgefallen sind. Diese 2 Wochen, 3 Wochen schon wieder. Und genau, ich drehe jetzt im Anschluss noch ein kleines Video über gestern. Da war ich nämlich wieder ungeplant beim Frauenarzt und das bekommt ihr dann auch schon am Dienstag, das Video. Also müsst ihr da auch nicht mehr so lange drauf warten. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich dann genau das gleiche anhabe und genau hier sitze. Einfach, ja, ich wollte das Video jetzt einfach drehen, nicht hier mit reintun, weil es einfach den Rahmen sprengen würde. Ich würde das gerne einfach einem extra Video widmen und es wird dann auch so ein kleines Schwangerschafts-Update, aber halt eben dann etwas anderes. Und genau, ich würde sagen, wir messen jetzt noch kurz den Bauch, so wie immer, und dann ist das Video auch schon vorbei. So, ich habe hier wieder mein Benzel, natürlich wieder standardmäßig mit Jogginghose, Leute. Und hier ist mein Bauch, so sieht der im Moment aus. So sieht das aus. Genau. Und jetzt messen wir einmal. Oh, das ist kalt. Kalt. So. Wir haben am Bauchnabel 75 cm. Also irgendwie will der anscheinend nicht wachsen, der Bauch. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der ziemlich toll wächst. Oder was meint ihr, Leute? Wächst der schon ein bisschen? Bald ist Halbzeit. Genau, das war mein Bauch. Mal schauen, wie der sich so noch verändert jetzt bis zur Halbzeit. Und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Und dann würde ich einfach sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!